An diesen Anblick könnte man sich gewöhnen. Ein strahlend blauer Himmel mit einzelnen schönen Wetterwölkchen, die wir Meteorologen übrigens als Cumulus Humilis bezeichnen. Aber auch temperaturmäßig dreht der Sommer auf. Schon am Dienstag wird es in der Südwesthälfte um oder gar über 30 Grad heiß. Fast überall lacht die Sonne, etwas wolkiger bleibt es, etwa nordöstlich einer Linie von Hamburg bis Berlin. Der Mittwoch wird mit Werten bis 35 Grad für viele der heißeste Tag. Etwas angenehmer bleibt es Richtung Oder und Ostsee. Wolken, die Schatten spenden, sucht man oft vergebens. Lediglich im äußersten Westen sind nachmittags erste Wärmegewitter möglich. In der zweiten Wochenhälfte kann es dann verbreitet krachen. Örtlich drohen Unwetter mit Starkregen und Hagel. Nachfolgend geht es mit den Temperaturen abwärts. Länger heiß und trocken bleibt es im Nordosten. Spätestens am Wochenende dürfte sich aber auch dort nach Gewittern angenehmere Luft durchsetzen. Wie die Gewitter letztlich ziehen, das verfolgen Sie am besten über unsere Wetter-Online-App.